Hi, ich bin Marie und zusammen mit Heimatharz zeige ich euch heute die Gegensteine. Im Frühling solltet ihr auf jeden Fall einen kleinen Abstecher zur Märzenbecherwiese machen. Ein Blütenmeer, soweit das Auge reicht, mitten im Naturschutzgebiet der Gegensteine. Wanderer unter euch wissen garantiert, dass die Gegensteine den östlichsten Punkt der Teufelsmauer symbolisieren. Das heißt, man kann von hier aus rund 35 Kilometer entlang des Teufelsmauerstieges wandern. Westlich gesehen kommt man als erstes zum kleinen Gegenstein. Direkt am Fuß des kleinen Gegensteins läuft man quasi weiter bis zum großen Gegenstein, der von Weitem aussieht wie ein großes Schiff. Ich würde euch empfehlen, am besten zu den Abendstunden den Gegenstein zu besuchen. Auf den großen Gegenstein kann man sogar hochklettern. Und was euch da für einen Ausblick erwartet, das seht selbst. Atemberaubend geht die Sonne über dem Harz unter. Bei gutem Wetter habt ihr hier spektakuläre Sonnenuntergänge und mit etwas Glück seht ihr sogar den Brocken.